Hallo zusammen, danke, dass ihr wieder dabei seid. Heute kümmere ich mich um das Sonnenbrillenfach in unserem T5. Das hat noch nie funktioniert und ich werde mal gucken, ob ich das behoben kriege, dass die Klappe wieder klappt. Also bleibt dran. Erstmal die beiden Abdeckungen der Schrauben hier aufklappen. Das geht auch mit dem Fingernagel ganz gut. Darunter sind 25er Torx-Schrauben versteckt. Lose drehen und dann kann man den ganzen Halter einfach abnehmen. Ich spule mal ein bisschen vor, dann geht das Ganze etwas schneller. Und schon liegt das Ding hier auf dem Tisch. Wie man sieht, das Teil ist absolut spannungslos, im Gegensatz zu meinen Videos, weil die Feder hier unten ausgehakt ist. Ich nehme mal hier die Klappe ab von dem Halter. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. So, raus damit. Klappe beiseite. Ja, jetzt ist hier die Mechanik drunter versteckt oder die Klammer. Einmal aufklappen. Und jetzt sieht man, hier oben ist das eine Ende fixiert und das andere Ende muss auch natürlich irgendwo eingehakt werden. In der Klappe natürlich. Ja, und zwar genau dort. Ich werde jetzt mal gucken, wie ich das am besten da fixiert oder eingehakt bekomme. Ich glaube, ich habe auch schon eine Idee. Und zwar werde ich die Feder auch aus dem oberen Halter erstmal aushaken, dass ich dann diesen Bügel hier weiter nach hinten drücken kann, dass er dann quasi in den Schlitz einrastet, wenn ich die Klappe wieder draufsetze. Mal gucken, ob das funktioniert. Als Werkzeug habe ich jetzt einfach mal mein Multitool genommen und werde jetzt hier die obere Fixierung lösen und neben der Einhakmöglichkeit nach vorne schieben, dass der untere Haken quasi weiter nach hinten kommt und in die Klappe einrastet, wenn ich die draufstecke. Ja, wie man sehen kann, hat das jetzt geklappt. Der Haken geht jetzt hier bis vorne zu der Klappe und jetzt kann ich den unteren Haken, wie man hier sieht, ziemlich weit nach hinten biegen, so festhalten und dann die Klappe aufsetzen, in der Hoffnung, dass das Ding in die richtige Position springt. So, der ist ganz an der Klappe, liegt er jetzt an quasi. Dann sollte das funktionieren mit dem Fixieren. Haha. So, mal gucken. Ja, wunderbar. Ein bisschen Spannung ist schon drauf. Das heißt, jetzt werde ich hier von oben den Haken wieder in seine richtige Position bringen. Mit dem Dorn funktioniert das nicht so gut, also habe ich das Multitool mal umgebaut zur Zange. Einmal abgerutscht, vielleicht klappt es jetzt. Zack, jawohl, eingehakt. Schon ist das Ding super auf Spannung, so wie es sein soll. Ja, ab zum Auto, die ganze Kiste angeschraubt und gucken, ob es funktioniert. Und schwupps, zu früh gefreut, Klappe wieder ab, kann passieren. Nächster Versuch, das Ding ist dran, aufgeklappt, wieder ab. Ha, irgendwas scheint hier wohl überhaupt nicht zu stimmen. Und zwar saß die Klappe nicht stramm genug drauf. Deswegen habe ich hier diese Halter mit dem Feuerzeug warm gemacht, oben und weiter nach außen gebogen, dass die Klappe straffer drauf sitzt und nicht einfach rausspringen kann. Das war wohl das ursprüngliche Problem, was mal passiert ist. Irgendwer hat die Klappe nur wieder drauf gesteckt. Ja, wunderbar. Jetzt funktioniert's. Die Klappe sitzt stramm drauf. Ultimative Test. Sonnenbrille rein. Klappe zu. Wunderbar, Sonnenbrille raus, Klappe zu, funktioniert, wie neu. Freut mich. Hat es euch gefallen oder konnte ich euch helfen? Lasst super gerne Likes, Kommentare oder am liebsten natürlich ein Abo da. Ich hau mich wieder in die Sonne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Komm, ich halte dich fest und wir reiten.